Fuse steht für Fibers in Use und ist ein vollständig biobasiertes Kompositmaterial für den Leichtbau. Fuse geht im Grunde genommen auf ein generelles Problem zurück, was wir momentan in der Industrie, gerade im Leichtbau, haben. Für die Produktentwicklung sind heute Materialien erforderlich, die einerseits ein sehr gleichmäßiges Eigenschaftsprofil mit sich bringen, was sozusagen an die Anwendung angepasst ist. Gleichzeitig müssen die Unternehmen aber heutzutage auch sehr kosteneffizient arbeiten und seit neuestem eben halt auch daran, dass das Material nachhaltig, möglichst nachhaltig ist. Im Naturfaserbereich hat man sehr komplexe textile Prozessketten, die sehr viele Schritte beinhalten, die man vielleicht braucht, um einen Möbelbezugsstoff herzustellen. Aber das, was wir machen, diese unidirektionalen, gerichteten Hochleistungstextile, die man für Faserverbundanwendungen braucht, die benötigen diese Prozessschritte gar nicht. Deswegen haben wir in unserem Prozess sehr viele Textilprozessschritte rausgeworfen und damit einen sehr effizienten, kompakten Prozess erschaffen, mit dem wir sehr kosteneffizient unsere Halbzeuge herstellen können. Und damit sind wir in der Lage, der Industrie auch sehr homogene Materialien zu bieten, die ein sehr gleiches Eigenschaftsprofil mit jeder Charge auch anbieten können. Die Option für den Einsatz von Fuse-Halbzeugen ist extrem breit. Also wir gehen hier vom Sportartikelbereich bis über Mobilitätsanwendungen hin bis zum Möbelbau. Also es gibt eigentlich keine Grenzen für die Kreativität unserer Kunden und Klienten. Und aus dem Grund verstehen wir uns halt eben auch ein Stück weit als Entwicklungsdienstleister für neue Produkte und neue Anwendungen. Die große Vision für Fuse ist eigentlich, Composite-Produkte nachhaltiger zu gestalten. Unser Ziel ist es, dass Produktentwicklerinnen und Produktentwickler mit dem gleichen Selbstverständnis natürliche biobasierte Werkstoffe einsetzen in ihren Entwicklungsprozessen, wie es aktuell der Fall ist im Bereich der synthetischen Fasern.